Oh, da ist eine Katze. Da. Da ist eine Katze. Oh. Bada boom, bada boom, bada doodle doom. You wanna be loved by me. Bada boom, bada boop, 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 boop. Ja, ich konnte noch nie singen. Sorry. Aber da, da ist eine Katze. Da ist eine Katze. Ich weiß, meine Aufmerksamkeit sollte lieber diesen Menschen mit diesen Rede-Sprechblasen über ihnen sein. Aber ich meine, da ist eine Katze. Aber ich glaube, da komme ich gar nicht rein, oder? Kann ich zur Katze? Also ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich zur Katze kann. Ich kann nicht zur Katze. Gemeinheit. Was ist das? Die Tür ist verschlossen. Okay. Warum kann ich nicht zur Katze? Ich will hier mit niemandem reden, wenn ich nicht zur Katze kann. Hm. Na gut. Frau Anmut. Hi. Was willst du? Ich bin Friedhofswärter und wollte dich etwas fragen. Ich verstehe. Weißt du eigentlich, wie oft ich mir so ein Gemurmel anhören muss? Ich habe keine Zeit für dich, Kleiner. Komm zurück, wenn du etwas Selbstvertrauen gewonnen hast. Oh, anscheinend sind wir nicht... Aber... Ciao! Sei gegrüßt, mein Freund. Darf ich dich für einen kurzen Moment belästigen? Aber klar. Was hat Frau Anmut dir gesagt? Dir erzählt, meine ich. Dass ich verschwinden soll. Immer die Unnahmbare. Sie redet nicht mit jedem. Ich bin ja auch nicht jeder. Ich bin der Friedhofswärter. Und bald Prior der Kirche. Voll motiviert. Puh, wie primitiv. Ich bin ein bekannter Poet. In bestimmten kleinen Kreisen. Mein Name ist... Wagner. Wagner. Eines Tages trage ich ihr eines meiner Werke vor. Bla bla. Aber zunächst muss ich es schreiben und mir sind katastrophöserweise Papier und Tinte ausgegangen. Kannst du mir wohl welche besorgen? Yeah, neue Aufgabe. Perk, Journalist. Ich bin ein Journalist. Tja, ich dachte, ich wäre Friedhofswärter. Ja, wo bekomme ich denn Tinte und Papier her, bitteschön? Möchte ich auch mal wissen. Vielleicht hast du sowas in deiner Kirche oder du fertigst sie einfach an. Okay. Körperliche Arbeit liegt mir nicht. Aber ein geschickter Bursche wie du kann das bestimmt problemlos machen. Du könntest auch den alten Astrologen fragen, er ist damals jeden Tag mit Mondsymbol zum Leuchtturm gekommen. Er hat mich versorgt, bevor wir diesen lächerlichen Streit hatten. Okay. Nein, ich möchte nicht noch mehr fragen, ich bin nicht so eine Plaudertasche. Aber wir müssen hier noch mit weiteren Leuten reden, das reicht schon, na gut. Dann reden wir mal mit Frau Kette. Du musst der neue Friedhofswärter sein. Das hat man mir zumindest so gesagt. Aber woher wusstest du das? Oh, wenn du so lange wie ich lebst, lernst du vermutlich auch Leute so gut zu lesen. Aber wo bleiben meine Manieren? Ich bin Frau Kette, die Frau von Horadric. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe ein paar Fragen über... Rede lieber mit meinem Mann. Er hat hier das Sagen. Er ist nicht nur der Wirt hier, sondern auch der gewählte Vorstand des Dorfes. Außerdem redet er wirklich gern. Na super. Ich kann dir nur ein paar Rezepte verkaufen. Toll. Sie ist also so ein Puttchen, die uns zum Mann weiterleitet und nicht fähig selber zu sprechen oder was. Irgend so ein Patriarchat, wo wir gelandet sind oder was. Das regt mich hier schon wieder auf. Boah. Na gut, dann reden wir mal mit ihm. Willkommen im Toten Pferd. Ich bin Horadric. Wie kann ich dir helfen?
Ich komme vom Friedhof. Ich bin hier heute aufgewacht und seitdem ist alles irgendwie verrückt. Oh, tut mir leid. Warum habe ich dich nicht gleich erkannt? Gut, gut, das ist gut. Gut, gut, habe ich schon gesagt, dass das gut ist? Das ist gut. Das sind gute Aussichten für unser kleines Dorf. Wann öffnest du denn die Kirche? Ich muss zuerst den Friedhof in Ordnung bringen. Klar, klar, klar. Ist schon ein Weilchen her, seit sich jemand drum gekümmert hat. Also, kommen wir zur Sache. Wie kann ich dir helfen? So. Ach du meine Güte, schon wieder so viel Auswahl. Sollen wir einfach alles durchgehen? Ja, komm, wir gehen mal alles durch. Das hier scheint mir wichtig. Und da er ja hier eh das Sagen hat, jo, können wir ihn jetzt auch alles fragen. Die anderen hier haben anscheinend keine Ahnung. Der Bischof hat mir gesagt, dass du mir die Bestattungsurkunde abkaufst. Ja, das stimmt. Laut der uralten Abmachung muss ich dir als Leiter dieses Dorfes Geld für die Urkunde geben. Natürlich nur, wenn ich Geld habe. Was meinst du damit? Dem Dorf geht es nicht gut und das Geld ist ausgegangen. Ach, die sind wohl pleite. Aber sobald du die Kirche wieder öffnest, werden Pilger viele glänzende Münzen in unser schönes Dorf bringen. Okay. Frage nach dem Garten. Ich habe einen verlassenen Garten in der Nähe des Friedhofs gefunden. Kannst du mir etwas darüber sagen? Oh, der Garten, der wurde vom Händler in Besitz genommen, um jemanden Schulden zu tilgen. Ich kann niemanden finden, der damit etwas... Warte mal, ja, ich kann niemanden finden, der damit etwas anfangen kann. Ich könnte dir die Erlaubnis erteilen, den Garten zu benutzen. Wer sonst würde freiwillig etwas in der Nähe des Friedhofs anbauen? Wow, wir haben leeres Beet und der Garten gehört nun uns. Geile Sache. Hör weiter zu, frage nach den Details. Mäh. Klingt toll. Gut, aber du musst immer noch mit dem Händler reden. Das Grundstück gehört ihm. Ah, wäre auch zu einfach gewesen. Es ist nicht rechtens, dir einfach die Erlaubnis ohne seine Zustimmung zu geben. Aber meinetwegen ist es genug, wenn du alles weitere später mit ihm regelst. Na klar, ich rede mit ihm. Yay! Neue Aufgabe, aber konnten wir nicht noch mehr? Er kommt jeden... Jo, was auch immer, um mit den Einwohnern zu handeln. Ihm gehört die Scheune südlich der Taverne. Wie komme ich nach Hause? Okay, ich glaube, die Frage ist aussichtslos. Die haben wir schon öfter gestellt. Ich würde gerne etwas frisches Fleisch verkaufen. Oh ja, lecker. Menschenfleisch. Fleisch ist hier eine Delikatesse, vor allem, wenn es von Menschen ist. Ich kaufe es gerne. Ich muss nur das königliche Fleischsiegel drauf begutachten. Der König muss also das Menschenfleisch auch noch absegnen. Vor vielen Jahren gab es einen Zwischenfall mit ungeeignetem Fleisch, wie nicht Menschenfleisch. Seitdem muss Fleisch vorher begutachtet werden. Und ich will wirklich keinen Ärger mit der Stadt. Also hat dein Fleisch das Siegel? Nein. Ich will nicht wissen, woher dieses Fleisch kommt. Von Menschen. Aber Mann, das sieht wirklich gut aus. Es ist doch von Menschen. Aber ohne das Siegel sind mir die Hände gebunden. Woher bekomme ich dieses Siegel? Oh, du kannst dem königlichen Hof durch den Briefkasten nahe der Kirche ein Bitteschreiben schicken. Aber das wird dich einiges kosten. Es gibt aber noch einen anderen Weg. Das verrate ich dir auch, nur weil wir Nachbarn sind. Komm näher. Zwinker, zwinker. Es gibt da diesen Typen namens Schlange. Ich glaube, er hat ein gefälschtes Siegel. Aber um ehrlich zu sein, habe ich ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. Du kannst Frau Anmut fragen. Sie ist hier jeden rotes Frauensymbol hier. Vielleicht kann sie dir helfen, Schlange zu finden. Danke. Oh, jetzt reicht's mir aber, ey. Genug gelabert. Oh, Friedhofswärter, könntest du vielleicht unserem Schmied Kretzwold diesen Brief übergeben? Natürlich, im Südosten des Dorfes, super. Oh mein Gott, so viel Gelaber.
Labraba, wir wollen doch hier ein bisschen aufräumen und nicht so viel labern. So, also, unsere Aufgabe ist... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin schon wieder in Karstadt. So viele Leute, da kriege ich schon gleich einen Panikanfall. Also, Friedhofswärter, achso, ich muss nach Hause kommen, beweisen. Bier, Bier, achso, ich habe doch kein Geld, oder? Habe ich Geld? Geld. Ich habe nur Geld, also kein Bier, okay. 5 Qualität erreichen. Papier und Tinte muss ich herstellen. Okay, oh, Horatrik hat einige Aufgaben. Rede mit dem Händler am Symboltag. Finde einen Stempel, bring den Brief. Okay, Händlerstempelbrief. Ach, morgen kommt der Händler direkt. Gut, das heißt, wir vertreiben uns jetzt mal die Zeit, indem wir den Schmied suchen. Haben wir hier nicht noch eine Karte? Ach so, okay. Na gut. Ach so, hier. Ah, das Dorf. Ich würde mal sagen, das hier ist die Taverne. Das Händlersymbol, oder? Mit der Waage? Ja, ich würde sagen, es ist der Händler. Holzfäller? Oder was auch immer. Holzfäller? Eierverkäuferin oder was? Schmied. Ich muss also nur die Straße lang und dann runter und dann bin ich beim Schmied. Sehr gut. Na, dann gehen wir mal zum Schmied. Was können wir denn da angucken? Ach, das ist die Eierfrau. Frische Eier! Wow. Ich kann Omelette herstellen und Spiegelei. Etwas Menschenfleischfreies. Wow. Ach so, ich habe noch kein Geld. Na gut, hier kriegen wir auch Federn und Eier. Sehr gut. So, also da lang und hier runter. Okay, das war wohl nichts. Vielleicht war ich schon ein bisschen zu weit. Ups, bin gerade gegen das Mikro gekommen. Entschuldigung. Ah, na klar, der ist auch im Dunkeln wach. Schlafen müssen die Dorfbewohner hier nicht. Der steht hier jederzeit bereit vor seiner Haustür. Hey, was starrst du so? Ach, nichts. Ich habe mich nur umgeschaut. Ich glaube, ich bin der Friedhofswärter hier. Ich glaube, ja, das glaube ich auch. Darf ich fragen, wer du bist? Leider bin ich der Schmied. Mein Name ist Kretzwold. Na gut, dann geben wir mal den Brief. Ich habe einen Brief von Horatrik für dich. Ein Brief? Na klar. Da wohne ich eine Minute weit weg und er schafft es nicht mal, hier persönlich vorbeizukommen. Hey, alte Angewohnheiten sind schwer loszuwerden. Danke, tut mir leid, dass ich so unhöflich war. Er ist wohl eine neue Angewohnheit. Hm, schon wieder Schleime. Horatrik bittet mich, sie loszuwerden. Ich habe keine Zeit, um mich um diese nervigen kleinen Mistviecher zu kümmern. Aber vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen. Nimm dieses rostige Schwert und einen Energietrank. Das Schwert ist zerbrochen, aber du kannst es mit einem Schleifstein an der Schleifmaschine hinter mir reparieren. Behalt den Schleifstein, vielleicht kannst du den später gebrauchen, um deine Schaufel zu reparieren. Ah, sehr gut. Wenn du es schaffst, sie zu töten, dann bring mir die Überreste. Da sind dann auch ein paar Materialien für dich drin. Sie sollten an der anderen Seite meines Hauses sein, bei den Pfützen. Geil, 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 geil. Okay, dann machen wir erstmal die Dingerchen. So, doch, das wollte ich. Das Schwert, das wollen wir doch anlegen. Anlegen, okay. Boah, was haben wir hier? Ach, die Urkunde? Ach, die haben wir ganz vergessen abzugeben beim Horatrik. Ja, da müssen wir dann nochmal hin. Exterminierungserlaubnis Garten, bla bla bla. Mit wem muss ich denn dann nochmal reden? Ach, mit dem Händler, genau. Na gut, dann wollen wir erstmal das Schwert reparieren. Sehr cool. Jetzt haben wir auch so einen Stein. Jetzt können wir das auch bei uns zu Hause machen. So, es ist angelegt. Es ist angelegt. Wie kann man... Ah, okay, Leertaste. Bei den Pfützen. Coole Beschreibung. Wow, wow, sie greifen an. Das war's? Oh. Ach, jetzt ist er... Jetzt ist er weg. Jetzt, wo es morgen wird, geht er schlafen. Oh, nee. Oh, Mann. Na gut, dann eben nicht. Ich wollte eigentlich nochmal mit ihm reden, aber egal, vielleicht ist der Händler ja schon da. Immerhin ist es jetzt, das, nee.
Er ist noch nicht da. Wenn er denn hier ist, aber ich glaube schon. Mal auf die Karte gucken. Ja, unter der Taverne. Ach, schade. Warum gehen denn jetzt alle schlafen, jetzt wo es morgen wird? Das sind wohl voll die nachtaktiven Menschen hier.